Bestrafung für Sebastian Vettel war für mich ein reiner Witz. Wir spielen, die fahren Formel 1 Rennen, die Jungs, und spielen keinen Hallenhalmer. Und Sepp hat versucht, aus einem guten Start noch eine bessere Position rauszuholen. Es wurde dann eng. Und es war halt reines Pech, dass er Rosberg getroffen hat. Er hat sich auch entschuldigt per RTL. Er will ihn auch angerufen, haben wir erfahren. Alles gut. Aber das ist schon, es ist Strafe genug, dass er das Rennen nicht zu Ende fahren konnte. Man darf es nicht übertreiben. Die Fans wollen Zweikämpfe sehen. Bestrafungen dieser Art in Zukunft führen dazu, dass keiner mehr überholen will. Und dann ist die Formel 1 am Ende. Nein, die war in meinen Augen auch nicht gerechtfertigt. Es war ein sehr hartes Überholmanöver. Er hat Raikön touchiert. Ja, das stimmt. Aber Raikön hatte keine Schäden am Auto, konnte weiterfahren. Und das gehört auch zur Formel 1 dazu. Ich werde mich jetzt wiederholen. Aber auch diese Strafe führt nur in Zukunft dazu, dass die Jungs wie Ornuchen durch die Gegend fahren. Das will keiner sehen. Das erste Interview, das stattfand, da stand er noch unter Adrenalin, unter Enttäuschung, unter Wut, unter Tränen und wollte einfach, wie so ein kleines Kind, das jeder von uns mal in sich hat, also dieses kleine Kind rauslassen, die ganzen Emotionen. 30 Minuten später war das alles ganz anders. Er hat das Team motiviert, er hat eingesehen, dass zum Motorsport auch mechanische Probleme und Motorschäden dazugehören können und das ist völlig normal. Selbst Sebastian Vettel sagt ja, man darf nicht immer Interviews gleich am Rennen geben. Beispielsweise wie im Fußball sollte man den Helm erstmal 30 Minuten aufhalten, um sich abzureagieren. Hamilton war halt noch unter Rennen und Emotionen, aber der Lewis, der dann wieder praktisch runterkam, der war ganz anders. Also Verschwörungstheorien, völliger Bullshit. Der Ausfall von Hamilton und Nikos Podiumsplatzierung, der dritte Platz, bedeuten erstmal nur, dass Nico 23 Punkte Vorsprung hat bei 5 noch auszustehenden Rennen. Da ein Sieger aber 7 Punkte mehr kriegen kann als der zweite, ist es ja wohl logisch, dass Lewis aus eigener Kraft die WM noch einfahren kann. Das heißt, der Vorsprung ist trügerisch. Entschieden ist noch gar nichts. Das sieht nur auf den ersten Augenblick hart aus. Mercedes hat das Auto, alle Teile am Auto, einschließlich Motor am Limit gebaut, wie das in der Formel 1 so üblich ist. Und da Mercedes jetzt einen Ausfall hatte, aber schon im nächsten Rennen Suzuka die Konstrukteurs-WM einfahren kann, würde ich das alles nur als Luxusproblem bezeichnen. Und es bedeutet eigentlich gar nichts, außer dass jetzt beide nochmal 2 neue Motoren für 5 Rennen kriegen und ich glaube nicht, dass das nochmal passiert. Es kann passieren, es kann jedem passieren, aber ich glaube es nicht. Journalisten, die nicht viel wissen und auch die englische Yellow Press, die giert ja richtig nach solchen kleinen Geschichten, die natürlich völlig der Wahrheit nicht entsprechen. Es ist natürlich schön für den englischen Fans zu präsentieren, oh, der deutsche Konzern hilft den deutschen Fahrern. Aber das ist völliger Bullshit, das ist völliger Blödsinn. Mercedes würde einen Teufel tun, einen der beiden zu bevorzugen, weil die Mischung Hamilton und Rosberg ist ja gewählt. Und man tut alles, um den beiden Chancengleichheit auf der Rennpiste zu geben. Und das wird jetzt auch in Zukunft passieren. Also, was Schwachsinnigeres habe ich selten gehört in meiner Formel 1-Karriere als so ein Mist. Also Red Bull hat eigentlich die Rolle übernommen, die Ferrari hätte übernehmen müssen. Wenn es bei Mercedes mal Krise, wenn Mercedes mal Probleme hat, sollte eigentlich Ferrari da sein und den Sieg einfahren. Das hat in Barcelona Red Bull geschafft, das hat hier Red Bull wieder geschafft. Der Sieger ist völlig der Richtige. Man darf nicht vergessen, die falsche Strategie in Barcelona hat Verstappen den Sieg gebracht, obwohl Ricciardo hätte gewinnen können. In Monaco hat das Team ihm den Boxenstopp versaut. Auch da hätte er schon gewinnen können. Also einen verdienteren Sieger als Ricciardo kann ich mir jetzt wirklich nicht vorstellen.